Ich glaube, ich gehe später noch rüber ins Jagdgebiet. Kommst du mit? Was ist los? Klar. Vielleicht stelle ich einen neuen Roller. Möge deine kleine Strahl. Das Lagerfeuer, das Kevo meinte, muss in der Nähe sein. Was dauern könnte. Wir müssten längst hier sein. Da vorn wartet jemand. Aber weder Kevo noch Aroki. Rebellen. Freunde von Kevo? Ich muss sie erledigen, um zum Lagerfeuer zu gelangen. Sollen wir mal nachsehen? Nein, wir haben klare Befehle. Wir halten die Position, bis sie kommen. Alles sicher? Wie sieht's aus? Siehst du irgendwas? Eindringling! Jedem Auflauern, der herkam? Kevo hat einiges zu erklären. Ich warte lieber am Lagerfeuer auf ihn und Aroki. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Als ich ankam, waren deine Freunde hier, Kevo. Kein sehr guter Anfang. Muss eine Patrouille gewesen sein. Ich schwöre bei den Zehen, ich wusste nichts davon. Was habe ich gesagt? Seine Lügen sind wie eine offene Wunde. Brennen wir sie lieber aus, bevor sie eitert. Nein! Ich sage die Wahrheit! Bind ihn los. Wie du willst. Aber das ist ein Fehler. Und meine Waffe? Du glaubst doch nicht. Jetzt gib sie ihm, Aroki. Wir müssen weiter.
Geh voraus. Hier hinauf. Wohin führst du uns? Die Rebellen sind am Klippenwasserfall stationiert. Über diesen Weg bin ich desertiert. Sie werden nicht erwarten, dass jemand diesen Weg nimmt. Oder doch? Und wir werden sofort aufgespießt. Da ist der Klippenwasserfall. Und es ist niemand dort. Ganz wie erwartet. Gehen wir einfach weiter. Mir gefällt das nicht. Wo sind denn alle? Keine Rebellen, keine Maschinen. Was habe ich? Da drüben, am Wasserfall. Blut, Zeh. Wenn dieses Ding durch Schluchtrand wütet, hat das Dorf keine Chance. Jetzt und hier. Wir folgen dir, Eldor. Jetzt wird uns die Maschine nicht ist vollkommen fällig. Macht euch herein! Wir greifen Schluchtrand an! Nicht heute!
Halte durch, Aloy! Geschafft. Kevil, du blutest. Mir geht's gut. Nur der vereitelte Angriff zählt. Dank deiner Warnung. Du hast viele Leben gerettet. Dann komm, ab zurück nach Schluchtrand. Ich hab wohl ein paar gebrochene Rippen. Geh du voraus. Ich bring ihn zurück ins Dorf. Okay. Ich sag Decker, was passiert ist. Los.
die Antwort? Nicht sehr hilfreich. Ihre Maschinen waren anders als die, die heute durch die Wildnis streifen. Und ihre Geheimnisse starben mit. Schade. Ohne Kavo und Aruki. Drei gehen, nur du kehrst zurück? Was ist passiert? Kavo hat die Wahrheit gesagt. Die Rebellen hatten einen Behemoth. Kavo wurde im Kampf verletzt, aber der Angriff ist vereitelt. Aruki bereut seine Zweifel an dem Jungen. Dein Enkel hat sich als ehrlich und tapfer erwiesen, Kaplanin. Er ist dem Tiefland loyal. Dann lässt du ihn frei? Er hat die Freiheit verdient. Doch es braucht noch viele Taten, damit auch der Rest des Clans ihm wieder traut. Ich tue alles dafür. Danke, Aloy. Genau. Schluchtrand steht tief in deiner Schuld. Als erstes Zeichen des Dankes. Danke. Wenn du wieder gesund bist, habe ich dir so vieles zu zeigen. Wir kommen zurück, Kevo.
Meinst du so? Oh! Du schwingst keinen Hammer, Erend. Versuch's mal etwas sanfter. Meine Wurstfinger sind nun mal nicht sehr sanft, okay? Zurück. Folge der Linie. Rechts. Das andere rechts. Ich hab sie gesehen. Aloy hat sie im Norden gefunden. Hab ich dich. Feige Verräter! Das nennt man Concussion Beat Party oder so. Das nenne ich Musik. Aloy! Erend, es geht dir besser. Und du bist hier. Es geht nur weiter, wenn du dein Ding durchziehst. Wenn wir schnell lernen, helfen wir dir dabei. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, hm? Es liegt aber noch viel Training vor uns. Man wird nicht an einem Tag zu einem Jäger. Jeder Same wächst in seinem eigenen Tempo. Was nicht heißt, dass er nie blüht. Dein Tenakt-Freund ist angekommen. Kotalo. Ich habe gehört, ihre Krieger trinken Blut. Solltest wachsam sein. Ich denke, er hat in seinem Leben genug Blut gesehen. Ich habe ihm eins der Zimmer gegeben. Er scheint Wert auf Privatsphäre zu legen. Sieht aus, als hättest du alles unter Kontrolle. Ich sollte das zu Gaia bringen. Gut, wir trainieren weiter. Holen so schnell wie möglich auf. Ich träume schon von Glyphen. Tja, während du dich amüsiert hast, habe ich mit Gaia versucht, mehr über die Landgötter herauszufinden. Also, so wie ich das sehe, brauchst du dringend etwas Übung. Komm mit. Okay. Kampf wird nicht leicht. Aloy. Schön, dich zu sehen. Ich schätze, du hast eine Menge Fragen? Ich wurde über den Feind und seine Absichten informiert. Deine Freunde zeigt mir die Vision, die du hier aufbewahrst. Gaia. Und gaben mir diesen Fokus. Ich gebe nicht vor, alles komplett zu verstehen. Ich muss nur wissen, wo ich trainieren und wann ich kämpfen muss. Na dann, willkommen im Team. Was hältst du von unserem Trupp? Sie scheinen kampfbereit. Obwohl es seltsam ist, eine Utaru in den Reihen zu sehen. Bauern sind keine effektiven Soldaten. Sie schienen recht effektiv zu sein, als sie die Maschinen besiegte, die diese Basis bewachten. Interessant. Vielleicht irre ich mich. Jetzt, da du weißt, wer der Feind ist, hast du irgendwelche Fragen? Ich gebe zu, es fällt mir schwer zu begreifen. Aus dem Himmel. Und unverwundbar. Noch. Ich überlasse die Strategie dir. Du wirst meine Klinge einsetzen, wo sie am tiefsten schneidet. Ich sollte los. Du kannst gerne Hekaru und deine Leute besuchen. Die Türen stehen dir offen. Das werde ich. Mögen die Zehn mit dir sein.
Aloy, in der Kiste haben wir Vorräte gesammelt. Nimm dir, was du brauchst. Die Alten haben für meinen Geschmack etwas viel Vieh gegessen. Manche ernährten sich eher wie Mutaren. Hey. Hey. Hübsch hier. Also, ich habe das nicht gebaut oder so. Stimmt. Ich verstehe, warum du gezweifelt hast, ob du uns mitbringen solltest. Es ist alles etwas viel. Aber keine Angst. Ich komme schon klar. Gut. Val hat dir also einen Fokus gegeben. An mir sieht er nicht so gut aus, aber bei der Schmiede, was ich alles gesehen habe. Sicher, auch viel Schlimmes, weißt du? Das Ende der alten Welt und so. Ich versuche immer noch, das alles zu kapieren, aber ich habe nie ganz verstanden, wie du meine Schwester im Sonnenreich gefunden hast. Jetzt verstehe ich es. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich könnte nützlich sein. Weißt du? Es braucht seine Zeit, aber ja. Ich muss los. Ich bin hier, falls du etwas brauchst. Willkommen zurück, Aloy. Wenn du bereit bist, verschmelze Äther mit mir. Anschließend muss ich etwas Wichtiges mit dir besprechen. Wolltest du besprechen? Als du weg warst, empfing ich eine ungewöhnliche Nachricht auf meine Eluthia-Frequenz. Eluthia? Eine Unterfunktion, die bisher unsichtbar war? Ja. Die Übertragung war so langsam, dass ich sie anfangs für zufälligen Datenmüll vor dem Hintergrundrauschen hielt. Nachdem ich es dann bemerkt hatte, dauerte es, bis ich die Nachricht vollständig zuordnen konnte. Wohin führen sie? Zu einem Berg im Nordwesten dieser Einrichtung. Sei jedoch gewarnt, Aloy. Möglicherweise ist diese Übertragung echt. Aber sie könnte auch von jemand oder etwas anderem stammen. Du meinst, es ist gar nicht Eluthia? Bin mir nicht sicher. Was ist SOS? Ein Code der alten Welt. Ein Notsignal. Ein verzweifelter Hilferuf. Warum schickt Eluthia eine kodierte Nachricht auf einer Frequenz, die nur ihr beide nutzen könnt? Das war wohl nur zur Vorsicht, um nicht entdeckt zu werden. Oder zumindest sollte es so aussehen, als sei das das Ziel. Ich weiß auch nicht, warum Eluthia erwarten würde, dass ich das Notsignal überhaupt hören und darauf reagieren würde. Soweit Eluthia weiß, bin ich inaktiv. Also ist Eluthia entweder in Schwierigkeiten und sie hoffte, dass du da draußen bist? Oder jemand will uns an diese Koordinaten locken und tut so, als wäre er Eluthia? Zu diesem Schluss komme ich auch. Könnten die Zeniths die Übertragung senden? Den Daten aus deinem Fokus zufolge haben die Zeniths den anderen Gaia-Systemkern auf dem Hades-Versuchslabor. Möglicherweise haben sie daher Zugriff auf meine internen Frequenzen. Vielleicht wollten sie, dass du antwortest und deine Position preisgibst. Könnte sein. Doch die Übertragung ist hochgradig atypisch. Wenn sie wollten, dass ich meine Position verrate, dann wäre die Nachricht doch wohl unauffälliger gewesen.
Okay. Dann sind sie es wohl doch nicht. Okay, ich gehe mal dorthin und sehe nach, woher die Übertragung kam. Ohne Hilfe? Ha! Niemals! Erend und Wahl sind per Fokus in diese Unterhaltung mit einbezogen. Ich stimme zu, du solltest hier nicht allein vorgehen. Wenn's eine Falle ist, Klar könnte es eine sein. Aber wenn es Eluthia ist, dann hat sie Ärger und ich muss sie zurückholen. Keine Angst. Ich bin vorsichtig und... Wir begleiten dich. Gut. Holt eure Sachen. Wir warten am Westausgang, falls du noch Ausrüstung verbessern musst. Ich schau mir das mal an. Da ist sie ja. Kann es dann losgehen? Gehen wir. Schau uns an. Drei knallharte Veteranen brechen ins Unbekannte auf. Das wird der Hammer. War ja mal wieder klar, dass der Notruf von einem echt steilen Berg kommt. Das zu fassen. Wahl, sieh nach, ob da drüben etwas ist. Bin dran. Wir sehen uns das Schlachtfeld an. Erstmal zu dieser Sehne. Es gibt offenbar noch mehr Sehnen jetzt, als wir dachten. Du hast tatsächlich einen besiegt. Hätte es fast nicht überlebt. Irgendwie konnten die Rebellen ihren Schild ausschalten. Aber warum war sie hier? Ich kann auf ihre Kommunikation zugreifen, aber ich werde auch das Schlachtfeld scannen. Was war mit dieser irren Waffe der Zenith? Offenbar konnte sie sie kommen und gehen lassen. Aber jetzt ist sie weg. Gut, dann mach dein Ding. Ich warte hier. Das verstaue ich für später. Dieses Phantom hatte Anweisungen beim Sichern des Ziels zu helfen. Was dieses Ziel wohl ist?
leihe ich mir aus. Ein Osram, ein Sieger und eine Irremaschine. Ich brauche ein Glück. Mal sehen, was ich damit machen kann. So ein Chaos. Oh. Oh. Die Waffe ist noch heiß. Ich muss herausfinden, wie sie funktionierte. Aber vorher muss sie abkühlen. Osseran mit einem Fokus. Offenbar hat er Daten über die Waffe an jemanden gesendet. Hier hatten die Rebellen wohl länger ein Lager. Haben sie die Gegend beobachtet? Okay. Ich glaube, ich weiß, was hier passiert ist. Ich sollte zurück zu Erend. Die macht richtig Schaden. Also, Seherin des Verborgenen. Was hast du rausgefunden? Das war ein geplanter Angriff. Ich fand ein Lager. Da oben. Die Rebellen hatten den Ort hier mindestens ein paar Tage lang beobachtet. Sie warteten darauf, dass die Zenith auftaucht. Nur um die Waffe zu testen. Die Zeniths haben einen Schild, der sie unverwundbar macht, aber die Waffe hat ihn ausgeschaltet. Der Osseram, der sie bediente, hat Daten darüber weitergeleitet. Das Ding war wohl nur ein Prototyp. Ich kenne Bastler, die das so machen. Erst ein paar Versuche, bevor es richtig losgehen kann. Es war wohl noch nicht serienreif, als es explodiert ist. Sie suchte etwas, das sie verloren hatte. Ihre Drohne hatte den Befehl, das Ziel zu finden. Und das Ziel? Ist das die Unterfunktion, die wir hier suchen? Luthier? Ich weiß nicht. Dann komm, gehen wir zur Wahl. Da geht's tief runter. Irgendwas hat sich in den Berg gegraben. Sieht frisch aus. Was auch immer das war, es war sehr mächtig. Die Zenith, die die Rebellen töteten, hatte ein gewisses Ziel gesucht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich schätze, es ist da unten. Na schön, dann mal runter. Erend, du bleibst hier und passt auf. Die Zenith ist nicht die einzige ihrer Art. Ich will nicht überrascht werden, wenn die anderen auftauchen. Melde dich per Fokus, wenn dir etwas auffällt. Okay, wenn Ärger auftaucht, melde ich mich. Los geht's.
Hier unten ist eine Ruine der alten Welt. Du sagtest, die Zeniths hätten ihr eigenes Backup von Gaia? Ja, aus dem Testlabor. Vielleicht waren sie hinter Eluthia her. Sie fanden ihr Versteck und sie sendete das Notsignal. Vielleicht. Eine Art Rechenzentrum aus. Von der Konsole aus kann man wohl auf alle Systeme zugreifen. So einen Sender habe ich noch nie gesehen. Sieht nach Selbstzerstörung aus. Es war ein Far-Zenith-Forschungslabor. Von hier aus wurden kürzlich wohl große Datenmengen gesendet. Von dem Gerät in der Nähe. Und wieder erkunden wir eine Far-Zenith-Ruine. Wenigstens scheinen dieser keine Killermaschinen zu sein. Oder etwas, das du hochjagen kannst. Dieses Zeug. Ich frag mich, was sie hier gemacht haben. Wie ich Far-Zenith kenne, haben sie hier erstaunt und ich es entdeckt. Über das Ziel erfahren? Zu ihrem eigenen. Ich glaube nicht. Ja, riesig. Eine Art Lagerraum. Vielleicht ist das Ziel ja hier irgendwo. Falls ja, konnte die Zenith es irgendwie nicht finden. Sehen wir uns mal um. Also, wie kommt Erend mit all dem zurecht? Wirklich? Naja, Gaia, die Zeniths, der Fokus. Es ist viel. Aber als ich ihn im Schrecken fand und sagte, dass du Hilfe brauchst, ließ er sofort alles fallen und kehrte um. Er ist loyal. Eine Steuerkonsole. Für die Speichereinheiten. Mein Rucksack. Kann sie uns sagen, ob das Ziel in einer ist? Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Tja, finden wir es raus. ...136 Behälter werden gelagert. Bitte geben Sie die gewünschte Behälternummer ein. 236? War da nicht eine Zahl aus dem Notrufsignal? Ja. Steht im Protokoll.
Aloy. Das bist du. Kalt wie Eis. Das stammt wohl von ihrem Kopf. Aber wieso? Hallo, Elisabeth. Sorry, ich weiß nicht, wie ich dich sonst nennen soll. Mein Name ist Beta. Ich muss mich kurz fassen. Mir bleiben nur ein paar Minuten, bis man bemerkt, dass ich weg bin und ich muss noch das Implantat entfernen. Ich wollte bei dir Schutz suchen, aber wenn du das siehst, bin ich wohl tot. Hüte dich vor Versehene. Sei vorsichtig, sie sind gnadenlos und haben jetzt Eludia, Artemis und Apollo. Aber ihnen fehlt der Gaia-Kern als Basis. Du musst Erfolg haben, sonst war alles umsonst. Viel Glück und adieu. Also... Sie lebt noch. Wir müssen sie zurück... Oh Mist, sie können fliegen! Aloy! Aloy, kannst du mich hier nicht hören? Was ist los, Erend? Zwei von den Phantomdingern sind runtergefallen. Eins von denen ist auf dem Weg zu dir. Das andere wartet hier oben. Wir kommen hoch. Bleib in Deckung, bis ich da bin. Alles klar. Bring sie in dem Raum in Deckung. Was immer passiert, sie bleibt bei uns. Ich beschütze sie. Ich sollte mich vorbereiten, bevor das Phantom kommt. Ich kann es nicht zu Val und dem Klon lassen. Da kommt sie! Hässliches kleines Ding, was? Weg nach oben. Bleib erstmal hier unten mit dem Klon. Okay, ich komme nach, wenn die Luft rein ist. Ich muss wieder nach oben und mich um das andere Phantom kümmern. Hoffentlich bleibt Erend in Deckung. Durch. Ich bin gleich da. Beeil dich. Oh, das klingt echt gut. Ich muss zu Erend.
bin hier! Sei vorsichtig! Das Ding schießt wie verrückt! Der Schmieden. Warte kurz! Mal sehen, was ich tun kann! Sobald du mich brauchst, bin ich da! Das Phantom bewegt sich nicht vom Fleck! Ich kann mich vielleicht anschleichen, wenn ich aus der Schusslinie bleibe. Plasma! Schieß mit Plasma! Schwere Waffe. Ich könnte sie gegen das Phantom einsetzen. Ich bin nicht betrunken, aber gerade sehe ich doppelt. Lange Geschichte. Aber das muss warten. Sie braucht einen Heiler. Wir müssen sie sofort zur Basis zurückbringen. Stimmt. Ja. Gut, worauf warten wir dann? Geht ihr beide voran. Ich muss mir nochmal die Waffe ansehen. Werden die Zeniths vielleicht nicht so unbesiegbar bleiben. Sachen für den Vorrat. Nein!
Gut, besser als nichts. Ich muss das Waffenteil zur Analyse zu Gaia bringen. Wenn wir sie nachbauen können, gibt es vielleicht einen Weg, die Zeniths zu besiegen. Ich sollte auch nach dem Klon sehen. Bal, wo ist unser Gast? Sind im Wartungsbereich unter dem Kontrollraum. Okay. Aloy, gut, dass du heil zurück bist. Sie war nach dem Aufwachen in Panik und ist gestolpert. Ich dachte, ich warte besser auf dich. Ich rede mit ihr. Hallo? Du heißt Beta, oder? Mein Name ist Aloy. Was ist los? Ist es deine Verletzung? Simulacrum-Entzugserscheinung. Das verstehe ich nicht. Das Entfernen eines neurologisch integrierten Datenträgers. Das Gehirn, vor allem das Kleinhirn, geht in eine Art sensorischen Freifall. Alles Echte erscheint unecht. Entfernt. Kann man da irgendetwas tun? Hast du einen Fokus übrig? Es ist primitiv, aber ich bekomm's hin. Ja. Fahr hoch. Also, Aloy, ich glaube, du willst Informationen. Über dich und die Zeniths? Ja. Warum sind sie hier? Was wollen sie? Wie haben sie dich gekriegt? Aber lass uns am Anfang beginnen. Ich glaube, sie haben die Zerstörung ihres Schiffes vor 1000 Jahren vorgetäuscht. Das wäre übereinstimmend mit ihrem Verhalten. Sie wollen nicht, dass man ihnen folgt. Far Zenith hat also doch eine Koloniewelt geschaffen. Ja, für ein paar hundert Jahre, aber sie hat nicht überdauert. Eine Art Naturkatastrophe hat sie unbewohnbar gemacht. Okay, also sind die Nachfahren von Far Zenith von einem sterbenden Planeten geflohen? Und jetzt wollen sie die Erde für sich beanspruchen? Nicht ihre Nachfahren. Was? Nicht ihre Nachfahren. Es sind sie selbst, die die Erde vor 1000 Jahren verlassen haben. Das wusstest du nicht? Wie können sie immer noch leben? Sie sehen noch nicht mal aus, als ob... Was haben sie mit sich gemacht? Ich glaube, es ist eine Kombination aus Medikamenten, Zelltherapie und technischen Implantaten. Und du? Bedeutet das, dass... Ich bin nicht wie sie. Ich wurde auf dem Weg zur Erde geschaffen. Auf dem Schiff. Ich habe Jahre in meinem Trainingsinterface verbracht. Nur um meine Funktion wahrnehmen zu können. Zugang und Kontrolle des Terraformierungssystems. Aber wieso? Was wollen die Zeniths damit? Als ich herausfand, dass das Zero-Dawn-System in seine Einzelteile aufgelöst war, dachte ich, ich müsse es reparieren. Aber die Zeniths wollen das wohl nicht. Sie wollen die Erde komplett säubern und neu anfangen. Du sagtest, du wurdest auf dem Weg zur Erde geboren. In einer künstlichen Gebärmutter, nehme ich an. Die Zeniths hatten eine Ektogenesekammer auf dem Schiff. Ein Update von der, in der du mich gefunden hast. Sie müssen eine gespeicherte Probe von Elizabeths DNA benutzt haben. Elizabeth hat sich sicher nicht DNA von ihnen entnehmen lassen. Weißt du, wie sie bekommen haben? Das war nicht Bestandteil des Archivs, auf das ich Zugriff hatte. Also wollen die Zeniths das Leben auf der Erde vernichten. Das vermuten Gaia und ich auch. Aber wieso? Warum alle töten, nur um zu erobern? Als sie mich auf Mission mitnahmen, sah ich, wie sie die Ureinwohner abschlachteten, auf die wir stießen. Sie schienen sich nicht für eine regenerierte Erde zu interessieren. Daraus schloss ich, dass sie einen kompletten Neustart des Systems wollen. Dann könnten sie es umgestalten. Ganz so, wie sie wollen. Massen aussterben für ihren eigenen Komfort? Wer denkt denn so? Ja, ohne ihren Gaia-Kern werden sie das nicht schaffen. In Ordnung. Ich glaube, das reicht erstmal. Willst du nach oben kommen? Oder? Also wie lang? Du weißt doch, dein Plan. Bis wann kann Gaia eine Maschine bauen, die die Zeniths besiegen kann? Woher weißt du das? Optimale Strategie. Und? Ich brauche immer noch 2 weitere nachrangige Funktionen, bevor Gaia stark genug ist, um Hephaestus zu absorbieren. Was?
Du hast der Festes noch nicht? Gaia probiert noch, wie es am besten aufzunehmen ist. Es ist nicht an einen festen Ort gebunden. Natürlich nicht. Du solltest jetzt längst weiter sein. Du wusstest nicht mal, wer die Sinets wirklich sind. Dazu kommen meine Fehler. Sie werden diesen Ort finden. Sie werden ihn finden und mich zurückbringen. Das hier war alles umsonst. Sie werden uns nicht finden. Gaia verschleiert mit Hilfe von Minerva unseren Standort. Was macht das für einen Unterschied? Du bist so weit zurück. Wir werden sie niemals schlagen. Alles und jeder wird sterben. Hey, ganz ruhig. Du bist jetzt hier, oder? Also kannst du irgendwie helfen. Ich habe bestimmte Wissenssätze. Und an deinem Fortschritt gemessen. Expertise, die dir wohl fehlt. Natürlich Geobautechnik. Computerwissenschaft, Physik, Biologie, Chemie. Okay, ja. Guck mal, ob du damit was anfangen kannst. Sprich mit Gaia. Guck später nach dir. Wie war's? Ihre Verletzung ist nicht schlimm, aber sie bereut es, hergekommen zu sein. Beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Ich komme später wieder und spreche mit ihr. Vielleicht kann ich was rausfinden. Ich sollte das Waffenteil zu Gaia bringen. Irgendwer meine Maschinenstreitfiguren gesehen? Willkommen zurück. Aloy, wir haben einen neuen Gast. Jetzt kennen wir den Ursprung der Übertragung. Ja, ich... hab außerdem das hier. Die dazugehörige Waffe hat einem Zenith irgendwie den Schild abgenommen, aber sie versagte und ist explodiert. Wenn wir die Waffe nachbauen und verbessern, können wir die Zeniths vielleicht besiegen. Moment, führe Scan durch. Erledigt. Ein Abgleich der Ergebnisse mit Daten deines Fokus zeigt, dass die Waffe im Vergleich zur Zenith-Technologie sehr weit fortgeschritten ist. Aber nicht, wie sie funktioniert. Hat die Explosion die Daten beschädigt? Es war nur ein Auslöser. In dem Moment, als die Waffe versagte, hat sie wohl einen Befehl ausgelöst, all ihre Daten zu löschen. Anscheinend sollte das verhindern, dass Informationen über die Waffe an den Feind gelangen. Die Konstrukteure dieser Waffe wussten, wie man Spuren verwischt. Silence. Basierend auf deinen Daten zu ihm, komme ich zu dem gleichen Schluss. Und er wird nicht mit uns kooperieren. Naja, ein Versuch war's wert. Aber das ist nicht alles. Die Zeniths haben Eluthia, genau wie Artemis und Apollo. Das ist bedauerlich. Allerdings bleibt unser ursprünglicher Plan unverändert. Die zwei nachrangigen Funktionen sollten meine heuristische Prozessordichte erhöhen, um Hephaestus absorbieren zu können. Okay. Eins nach dem anderen. Tja, ich gehe wohl besser wieder raus. Viel Glück bei deiner Suche. Gut. Danke, Gaia. Dann werden wir wohl Silents Waffe nicht benutzen. Und wir haben noch einen weiteren Klon von Elizabeth bei uns. Ich kann mich davon nicht ablenken lassen. Ich muss noch zwei nachrangige Funktionen auftreiben. Bam, Bumper, da! Das ist etwas laut, Eren. Ich weiß. Man will irgendwie auf etwas einschlagen. Wohl eher auf jemanden. Ich hab das nur durch dich entdeckt. Jeder macht mal Fehler. Aloy. Hey, ich dachte... Ich sehe mal nach, wie es dir geht. Du meinst, nachdem wir unten jemanden getroffen haben, der so aussieht wie du, aber jemand anderes ist? Für dich ist es bestimmt noch viel seltsamer als für uns, ha? Huh? Ein wenig. Val meinte, sie könnte uns bei unserer Mission helfen. Vielleicht.
Da ist etwas, das ich besprechen möchte. Es geht um die Landgötter. Natürlich nur, wenn du Zeit hast. Du wolltest über die Landgötter sprechen? Man könnte sie womöglich heilen, sodass sie Reinklang wieder mit Getreide versorgen können. Gaia gab mir einige Anweisungen. Sie nannte es Neustartcode. Wenn wir ihn zu den Landgöttern bringen, wird ihre Störung enden. Das ist großartig. Vielleicht. Der Weg ist steinig. Wenn der Code nicht von Hephaestus kommt, werden die Landgötter ihn verweigern. Gaia weiß, wie man das umgeht. Wir brauchen Teile namens Kontrollkerne aus Maschinen, die von Hephaestus stammen. Maschinen ähnlich den Landgöttern. Du meinst Grimmhörner? Wie das beim Kampf in der Werkstatt? Ja, Gaia hat mir geholfen, im Westen zwei zu finden. Gut, die Maschinen erledigen, die Kontrollkerne holen, um damit den Neustartcode so anzupassen, dass die Landgötter gehorchen? Wenn alles gut geht. Aber zwei Grimmhörner zu erlegen, wird nicht einfach. Wir machen's gemeinsam. Sei gesegnet. Ich schicke dir die Position der Maschinen. Ich muss jetzt weiter. Der Boden erblühe unter deinen Schritten. Aloy, in der Kiste sind noch Vorräte. Bedien dich. Erend? Alles okay? Ha? Oh, ja. Warum sollte es auch anders sein? Weil es jetzt zwei von mir gibt? Es gibt jetzt zwei von dir. Wenigstens scheint es dir damit gut zu gehen. So würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich gebe mir Mühe. Ich muss jetzt los. Mach nicht zu viel Ärger, ja? Die Kälte bis auf die Knochen. Streiterin, bitte, setz dich. Ich habe eine Gruppe Osseram-Plünderer am Rande der Wüste im Südwesten gesehen. Ich würde es melden, aber ich glaube, sie schaffen es nicht lange. Entweder holen sie die Maschinen oder die Stürme. Oh, das ist nett von dir. Klingt, als könnten die Osseram Hilfe brauchen. Ich werde Ausschau halten, wenn ich dorthin reise. Thank you.
Farbe für eine gute Soldatin.